Hallo ihr Lieben, es ist Mittwochabend und ich habe mir gedacht, ich fange schon mal bei Steve mit den neuen Quests an. Ja, schauen wir mal, was er für uns hat. Steve, da ist er. So. Zu Midsommar organisiert Felix immer eine tolle Schatzjagd. Er macht das jedes Jahr und ich hoffe, dass er auch dieses Jahr es wieder macht. Kannst du mit Felix sprechen und fragen, wie weit er gekommen ist? Aber sicher können wir das. Dann machen wir uns mal eben rüber nach Silverglade zu Felix. Na, jetzt scheint das ja mit der Schatzjagd was zu werden, nachdem wir da letzte Woche vergeblich drauf gewartet haben. So, hallo Felix. Ups, nein, ich wollte da nicht so reinstürmen. Oh, stellen wir uns mal artig daneben. Die Schatzjagd, danke, dass du mich daran erinnert hast. Ich muss die diesjährige Schatzjagd heute Nacht planen. Ich brauche möglicherweise deine Hilfe. Willst du mir helfen? Aber immer doch. Gut, ich brauche die goldenen Weihnachtskugeln des Ratmanns. Ratsmanns, mein Gott. Die werde ich in einen Schatz verwandeln. Ohne Schatz würde es schließlich keine Schatzjagd geben. Kannst du den Ratsmann um die Kugeln bitten? Wenn ich die Kugeln habe, kann ich sie weiter vorbereiten. Das wird einfach der Hammer. Danke, dass du mir hilfst. Aber sicher, wir haben zwar schon einen allabendlichen, in Anführungsstrichen, ich bin so müde, Sprachfehler, aber macht ja nichts. Ich glaube, ihr versteht mich trotzdem. So, jetzt sind wir aber dann beim Ratsmann. Mal schauen. Guten Tag, Ximena. Weihnachtskugeln? Mitten im Sommer willst du dich um die Weihnachtsvorbereitungen kümmern? Aber man muss doch nicht schon am Mittsommer damit beginnen, oder? Ach so, jetzt verstehe ich. Du suchst nach den Kugeln für Felix Schatzjagd. Natürlich kann er sie haben. Dann wollen wir mal sehen. Die Kugeln sind, glaube ich, im Uhrturm. Ich bin mir sicher. Schau im Turm nach. Sie müssen dort in einem Karton liegen. Ah, gut. Der Turm. Ich kann mich da noch an eine lustige Quest mit Bienen erinnern. Wer hat die denn von euch schon gemacht? Das war ja echt heftig, heftig. So, dann mal rein. Ah, okay. Den Bug gibt es halt immer noch hier. Gleich müsste sich der Turm aufbauen. Jetzt haben wir erstmal einen ganz tollen Blick über Silverglade. Mal gucken. Ah, so, da sind wir jetzt. Und da sind wohl auch schon die Kugeln. Jawohl. Dann haben wir die. Dann mal wieder runter zum Ratsmann. So. Ja. Orientierungslos taumelte sie durch Silverglade. Nein, ganz so schlimm ist noch nicht. So. Schau an. Da sind sie ja. Gut, dass wir sie gefunden haben. Wieso wir? Ich war doch auf dem Turm, aber na gut. Natürlich leiht sie Felix die Goldkugeln für seine Mittsommerschatzjagd. Nimm die Kiste und gib sie ihm. Wir sehen uns, Ximena. Tja, dann... Wo ist denn jetzt... Wo ist denn... Da, da steckt sie. Meine kleine Wild Girl. So. Mal wieder hier um die Ecke rum. Felix, wir haben die Kugeln. Danke, dann haben wir jetzt auch den Schatz. Jetzt muss ich nur noch den Rest planen. Ja, okay. Und das war's auch schon. Jetzt sollen wir morgen wiederkommen. Und genau deswegen hatte ich mich jetzt nämlich dafür entschlossen, diese Geschichte hier heute Abend noch aufzunehmen. Wie gesagt, wir haben Mittwochabend, wie man sieht, Sonnenübergang über Silverglade. Und ich werde das jetzt auch nicht gesondert hochladen, sondern einfach, ja, morgen dann mit dem Weiterführenden zusammenschneiden. Aber, ja, Stück für Stück werden wir uns davor wagen. Gut, ihr Lieben, ich verabschiede mich fürs Erste, mache jetzt hier allerdings einen Cut und morgen bastel ich dann den nächsten Teil hier an diese 4 Minuten, die ich jetzt aufgenommen habe. Gut, bis morgen dann. Tschüss. So, hallo ihr Lieben, neuer Morgen und weiter geht's. Dann wollen wir jetzt mal gucken, was hier bei Felix so geht. Jetzt bin ich mit den Vorbereitungen fast fertig. Es wird fast genauso laufen wie letztes Jahr. Kannst du mir bitte bei der letzten Aufgabe helfen? Ja, klar. Gut, ich habe nämlich eine Aufgabe, bevor die Schatzjagd beginnen kann. Okay. Ich brauche Hilfe dabei, 7 Hinweise zu schreiben. Ein Hinweis für jedes Gebiet, in dem wir die Schätze verstecken. Ich habe schon Papier und Stifte besorgt. Denk dir 7 tolle Hinweise aus. Jeden Tag ist der Schatz an einem anderen Ort versteckt. Ja, kriegen wir hin.
Allerdings ist es ja jetzt irgendwie ein bisschen unlogisch, weil wenn ich das jetzt hier selber schreibe, weiß ich ja, wo es ist, oder? Haben wir einen Stift? Ja, haben wir. Entschuldigt das Chaos in meinem Rucksack. Ich habe da irgendwie in den letzten Tagen immer alles nur reingeschmissen und rausgewechselt und was weiß ich. Es sieht ein bisschen chaotisch aus, aber naja. Na komm. Ach Mensch. So. Am frühen Morgen geht das noch nicht mit dem Schreiben hier. Na komm, den letzten werden wir ja wohl. Aha. Auch irgendwie treffen. So, geschrieben ist mal. Danke, tolle Hinweise. Das wird einfach spitze. Jetzt geht's los. Sprich mit mir, um die heutige Schatzjagd zu starten. Wenn du nicht verstehst, was du tun musst, kannst du mich einfach nochmal fragen und ich erzähle dir mehr. Okay, ich bin gespannt. Midsommer-Schatzjagd des Tages. Und dann haben wir hier nochmal einmal eine Info für die Midsommer-Schatzjagd. Gucken wir uns doch erstmal die Info an. Jede Woche werde ich dir einen Hinweis geben, der auf ein bestimmtes Gebiet hindeutet. In diesem Gebiet habe ich einen Goldschatz versteckt. Es ist nicht sicher, dass der Schatz für jeden Spieler an der gleichen Stelle versteckt ist. Kannst du den Schatz finden und zu mir bringen, bekommst du eine Belohnung. Die Schatzjagd ist während des Midsommerfests jeden Tag verfügbar. An jedem Wochentag ist er an einem anderen Ort versteckt. Die Belohnungen sind immer unterschiedlich. Mit jeder abgeschlossenen Schatzjagd hast du die Chance, eine der folgenden Belohnungen zu erhalten: ein Leckerchen für dein Pferd, ein Accessoire für dein Pferd, eins von zwei wunderbaren Sommer-Items. Ich kann leider nicht garantieren, dass du immer ein anderes Item erhältst. Es ist möglich, dass du eine der Belohnungen mehrmals bekommst. So sind die Regeln. Okay, dann wissen wir das. Dann schauen wir mal, was wir hier für einen Hinweis bekommen. Die Flut singt mit silbriger Stimme und erstreckt sich von Nord nach Süd. Heute ist der Schatz in dem Gebiet versteckt, zu dem ich dir gerade den Hinweis gegeben habe. Finde den Schatz und bring ihn zu mir. Suche nach dem Schatz, zu dem Felix dir einen Hinweis gegeben hat. Der Schatz ist für jeden Spieler anders. Okay. Können wir es hier nochmal lesen? Nein. Können wir nicht. Aber dann können wir ihn hier wahrscheinlich nochmal lesen. So, die Flut singt mit silbriger Stimme und erstreckt sich von Nord nach Süd. Warte mal. Von Nord nach Süd. Das ist hier der. Das könnte allerdings auch der Fluss, der. Warte mal. Wie heißt denn das? South Silver Gewässer. Ja klar, das ist der Silver Song Fluss doch hier drüben. Dann wird es also irgendwo am Silver Song Fluss sein. Das ist schon mal soweit klar. Die Frage ist natürlich, der ist ja jetzt nicht gerade kurz. Aber okay. Wir reiten einfach mal hier hinten die Brücke rüber oder auch nicht rüber. Wir könnten doch, wir reiten mal rüber. Da können wir nämlich am Weg lang am Fluss direkt. Und vielleicht sehen wir dann ja, selbst wenn wir auf der falschen Seite sind, vielleicht können wir dann wenigstens erkennen, wo wir hin müssen. Na? Warte mal, was leuchtet denn jetzt hier? Gelb leuchtet hier nichts, außer Fort Pinter. Da müssen wir natürlich auch noch hin. Aber das machen wir dann gesondert. So. Ich bin gespannt. Ich vermute ja mal jetzt irgendwo so Richtung Mühle oder so. Keine Ahnung. Ich hoffe mal, wir sind hier überhaupt auf dem richtigen Trip. So. Und ich hoffe, ich bin jetzt nicht schon vorbeigezischt. Hätte man ja auch mal gucken können, anstatt hier voll Gas. So. Mal blicken, blicken. Hier ist nichts zu sehen. Wahrscheinlich bin ich wieder viel zu schnell und übersehe einfach die entscheidenden Hinweise.
keine Ahnung. Aber ich sehe jetzt hier nichts glitzern. Hier ist die Steilküste. Da wird auch nichts sein. Das müsste ja irgendwo am Fluss zu einer, an einer zugänglichen Stelle sein. Nur geht der natürlich bis zu Avalons Haus. Also von daher, wenn jemand was sieht und ich gerade vorbei reite, schreit. Nein, wir werden das schon finden. Irgendwann. So. Mal hier gucken. Wenn hier schon irgendwas sehen kann. Nö. Da ist die. Ah, guck mal hier. Glitzert was. Da. Suchen. Suchen, suchen, suchen. Und? Du hast nichts Interessantes gefunden. Aber wir sind schon mal richtig. Das ist ja schon mal was, ne? Also, von daher, wir sind schon mal am richtigen Fluss. Yay! Ach, gucken wir doch mal hier unten noch vorbei. Da glitzert's, jawohl. Guck mal, ich hatte doch gar nicht mal so Unrecht mit meiner Idee mit der Mühle. Du hast nichts Interessantes gefunden. Menno, ich habe heute Royal Beauty dabei. Habe ich das schon erwähnt? Nö. Ja, ich habe gedacht, er muss auch mal mit. Ah, da ist schon noch jemand anders unterwegs. Naja. Du hast nichts Interessantes gefunden. Mann! Ist hier noch irgendwo was? Da glitzert's auch im Gebüsch, wie gemein. Du hast nichts Interessantes gefunden. Da sehe ich das nächste glitzern. Oh, Mann. War jetzt hier zwischendrin noch was? Wäre ja denkbar, ne? Nicht, dass wir jetzt hier einfach weiterreiten und... Na komm, jetzt sind wir eh hier unten nochmal. Ich vermute das nämlich jetzt einfach hier irgendwo. Wäre jetzt irgendwie unlogisch, dass es ganz woanders wäre. Also nochmal ein ganzes Stück weiter. Aber gut, ich habe jetzt hier nichts gesehen. Merkwürdig. Ich bin da ja... Warte mal, da unten ist noch... Glitzert es? Ich bin da ja irgendwie so ein bisschen prädestiniert für... an sowas dann vorbeizureiten und mir dann anderweitig einen Wolf zu suchen. Ja, das ist jetzt irgendwie... Ach, guck mal, da kannst du... Die Sabrina hat's rausgefunden. Man kann... Nein, das heißt rausgefunden. Man kann auch einfach unten lang. Du hast nichts Interessantes gefunden. Aber dafür sehe ich da vorne auch nochmal das Glitzern. Na, das scheint ja immer eine längerwierige Geschichte zu werden, ne? Och, Menno. Na? Das ist ja so ein bisschen unübersichtlich hier alles, ne? Jetzt gleich liege ich wahrscheinlich im Wasser und ertrinke elendig. Da unten was? Ja, da ist was. Ah, ja, ich weiß, Beauty. Dieses Gekraxel. Ja, das ist natürlich jetzt toll. Wir sterben hier jetzt mal eine Runde und kommen gar nicht dahin. Mal sehen hier. Schnell klicken. Bevor ich dann wieder tot bin. Mann! Dann wieder hier. Ja, wenn das alles so einfach wäre, ne? Hier hoch. Also kommst das. Ihr könnt auch nicht die Sachen da verstecken, wo wir dann gar nicht hinkommen. So. Tja. Stecken wir hier toll fest. Das ist ja fies hier. Haben wir hier vielleicht noch was übersehen?
Die sind ja echt gut versteckt, diese Hinweise. Oder nein, diese Stellen, wo man dann suchen muss, kann, soll. Aber ich sehe jetzt hier gerade nichts mehr. Ihr? Jetzt gucken wir dann doch mal noch mal ein Stückchen weiter. So, hier waren wir ja, ne? Ja, hier ist nichts mehr. Warte, warte, warte. Geh mal zurück. Habe ich da was gesehen? Da drüben? Nee. Hab ich nicht. Ich habe schon glitzernde Halluzinationen. Oh mein Gott. Am frühen Morgen reitet sie am Silversong-Fluss entlang, so. Und hier glaube ich nämlich jetzt, dass Schluss ist mit Glitzern. Na, das sind alles nur Baumstümpfe, da glitzert nix. Da glitzert nochmal was. Na komm, bitte. Star Stable, seid gnädig jetzt. Suchen wir mal. Och, Mensch. Ja, man weiß dann gar nicht so, in welche Richtung kann man denn noch oder sollte man noch oder müsste man noch. Mal gucken. So. Vor allem sieht das hier für mich so alles so gleich aus, dass ich gar nicht sicher bin. Da ist nochmal was. Wo ich denn jetzt schon. Ja! Hier fehlt ein versteckter Schatz. So. Jetzt haben wir hier diese tollen goldenen Kugeln, die wir gestern Abend noch besorgt haben. So, Anforderungen erfüllt. Jetzt machen wir es uns mal wirklich wieder einfach und lassen uns abholen. So. Aha, da haben wir das dann jetzt gefunden. Gut. Und jetzt haben wir die Kugeln jetzt im Rucksack? Ja, jetzt haben wir die Kugeln im Rucksack und können mit diesen Kugeln zu Felix. Felix, ich hab's hier gefunden. Es war echt gar nicht so einfach. Die Midsommerschatzjagd des Tages. Du hast den Schatz gefunden. Glückwunsch. Ja, danke. Nun hast du die Chance, ein Leckerchen oder ein Accessoire für dein Pferd oder eins von zwei Sommer-Items zu erhalten. Es ist möglich, dass du eine der Belohnungen mehrmals bekommst. So sind die Regeln. Ja, das hattest du ja eben schon alles erzählt. Hier ist deine Belohnung. Yay! Wir haben ein T-Shirt bekommen. Naja, okay. Es ist ein einfaches weißes T-Shirt, weißes Midsommertop. Reiten 1, Pflege 1, wir können es verkaufen für 95 Schillinge. Es ist erhältlich ab Spieler Level 3. Naja, okay, also. Ja, es ist jetzt nicht so umwerfend, aber gut, manchmal braucht man ja auch mal irgendwie ein bisschen was ohne großartig Farbe. Ja, ihr Lieben, das war dann mal der erste Teil der Schatzsuche. Ich hoffe, das Gekraxel hat euch ein bisschen gefallen. Wir sehen uns dann bei der nächsten Quest. Also sprich, wir haben ja noch den Tim am Strand, den müssen wir ja noch besuchen. Und dann geht's morgen wieder weiter mit der Schatzsuche. Bis dahin, ihr Lieben. Tschüss.